So, Leute, da sind wir beim nächsten Muster. Wir haben Khans of Tark hier. Wunderschönes Set, sehr, sehr altes Set. Also, sehr alt, in Anführungsstrichen. Wie alt ist das Set? Was steht drauf? 2014. Das ist 8 Jahre her. Fast 9. Wow. Ignorieren wir das und machen das wunderschöne Booster auf und gucken mal an, was Khans of Tark hier hat. Khans of Tark hier hatte vor allem Fetchländer. Und zwar die alten Fetchländer. Die aus Aufmarsch. Die ersten Fetchländer. Die original Fetchländer. Und die sind richtig in Grund und Boden gegangen. Ja, und was danach passiert ist, wissen wir alle. Wir haben Sultai Scavenger, 6 Mana 3-3 Dev mit fliegend. Oh, 1 Mana 3-3 fliegend. Für 6 Mana, das ist gut. Dann haben wir einen Sagu Archer, beides von der Sultai-Fraktion. Also Sultai ist schwarz-grün-blau. 5 Mana 2-5 Reach mit Morph, das heißt, wir können die verdeckt für 3 Mana legen und für 5 Mana aufdecken. Absahn Banner. Die Absahns, meine Lieblinge. 3 Mana tappen für ein weißes, schwarz oder grünes. Oder wir können einmal alle 3 Mana bezahlen, das Ding opfern, um eine Karte zu ziehen. An Einok Tracker. 6 Mana, 3-3, Erstschlag mit Morph. Okay. Okay. Rugged Highlands, kommt getapptes Spiel, wir kriegen ein Leben. Und kann man tappen für grün und für rot. Also oder für rot. Erase, sehr, sehr schönes Artwork. Erinnert mich sehr hart an Kamigawa. Ein weißes Mana Instant, also das alte Kamigawa. Und wir exilieren ein Enchantment. In Jungle Hollow, kommt getapptes Spiel, wir kriegen ein Leben. Schwarz oder grün. Okay. Siegecraft. Nicht Minecraft, Siegecraft. 4 Mana Enchantment, eine Kreatur kriegt +2/+4. Der zieht dieses Ding da in eine Burg. Wow. Jeskai Wind Scout. 3 Mana 2-1 Flying Prowess. Also immer wenn man ein Nicht-Kreaturen-Zauberspiel kriegt, dann +1/+1 Marke. Da ist von den Jeskai, okay. Dragon's Eye Sevens. 2 Mana 0-6 mit Morph. Wir können eine blaue Karte aus der Hand vorzeigen. Und wenn der aufgedeckt wird, gucken wir auf die Hand eines Gegners. Okay, ich dachte eine Karte in der Hand. Aber nein, die komplette Hand. Und oh. Sand Step Citadel. Kommt getappt ins Spiel. Tappen für ein schwarzes, grünes oder weißes. Ist ja mittlerweile Power Creeped mit diesen Sachen aus Ikoria. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Ihr schreibt es mal in die Kommentare. Death Fancy. 5 Mana Sorcery. Alle Kreaturen kriegen -2/-2 bis zum Ende des Zuges. Immer wenn eine Kreatur stirbt, kriegt ihr ein Leben. Okay. Nicht schlecht. Und. Und bam, bam, bam. Kiru Lichlord, 6 Mana, 4-4. Zu Beginn des Versorgungssegments können wir 3 Mana bezahlen. Wenn wir das tun, können wir eine Kreaturenkarte random aus unserem Friedhof ins Spielfeld bringen. Es kriegt Fliegen, Trampelt, Eile. Und die Karte wird am Ende des Exiled. Und wenn es das Spielfeld verlassen würde, würde es stattdessen auch Exiled. Und ich glaube, wir haben ein Foil. Foils waren damals sehr selten. Sehr, sehr selten. Und wir haben einen Mardu Horde Chief. 3 Mana 2-3 mit Raid. Wenn er ein Spiel bekommt, wenn man die Zone angegriffen hat, kriegt man noch einen 1-1 Warrior Token dabei. Dann haben wir eine Ebene. Und einen Morph Token, der kein Token ist. Khans of Tark hier. Pro Tour. Wer kennst du noch? Pro Tour. Damals konnten sie noch Werbung damit machen. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackset. Ciao, ciao.